dachte, der Penner wäre tot. Das ist ganz schön schwer, also die Steuerung ist ja echt. Reload! So. Was soll das denn heißen, Jenny? Wir haben aber nicht alle Power-Ups. Was sind denn alle Power-Ups? Wir können ja mal kurz nochmal hier durchlaufen, aber... immerhin 2 von 3. Ich finde alle Power-Ups. Also, ich weiß ja nicht mal, wie die aussehen. Oh, Samantha, laufen und schießen. Laufen und nachladen. Schnelle Exekution. Bewegung nicht zielsicher. Okay, ballistisch. Nehmen wir die einfach mal. Einfach nehmen. Was? Open fire! Okay. Das war sehr amateurhaft. Ich lass mal bitte. Chat, was geht? Was ist das denn hier? Ich drück nichts hier? Ja, ja, ja. Also, das kann ich hier verpackt, das Spiel. Also, so geht das ja nicht. Oh. Okay. Ah, verloren wahrscheinlich einfach. Tortilla Chips mit Dip, so ein Schwein. Er muss ja schon teilen, die arme Sau, das ist natürlich scheiße. Was arbeitet City denn? Darf man das sagen? Ja, bei BLG. Was? Ich weiß, bei BLG arbeitet er. Halt mal aufgestanden, dachte ich schon. Ja, Nio, wenn wir hoffentlich zocken. Jenny möchte Gastnum sein. Haben sie doch, oder? Da ist doch nichts gegen. Theoretisch nicht, ne. Da ist noch jemand, hat sich verabschiedet, wisst ihr's? Kann das Blue, bla bla bla. Tobi, tschüss. Ja, Jenny, bei mir sah das wirklich besser aus. Ja,
Doch, ich habe was zu essen gefunden. Ich habe mir aber übrigens eure Low Carb Pizza aus dem Ofen geklaut. Ja, ein paar Stück abgeschnitten, war sehr lecker. Ja, die haben mir aber nichts, echt, ich bin enttäuscht. Ich habe keine Süßigkeiten gefunden. Ich hätte euch welche mitgebracht, aber ich habe nur Low Carb Pizza im Ofen entdeckt. Noch schön warm, die war echt gut. Ja, dann Kompliment mal wieder. Aber keine Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob die im Umzugskarton schon sind oder ob ihr gar keine habt, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber na gut. Immer wieder auf beide Ohren. Oh, ich höre so laut, ey. Was musst du machen? Bring Money Lord Bogdan. Wer ist Bogdan? Stiehl alle Schildkröten. Wir fehlen noch zwei Schildkröten. Eins von sechs Abschüssen, du hast noch 3 Sekunden über, also da hast du schon verkackt. Wo hast denn die alte Tante jetzt? Die gab's auf einmal. Aha. Ist die besser? Die hat ja, die kann im Laufen schießen oder was? Also im Rutschen schießen. Bogdan, was war das denn für eine Bewegung? Da hat er den Kerl einfach mal geholt. Oh. Was ist denn, eine Hähnchenkeule? Fällt ihm jetzt ein. Oh! Ich glaub... Ich würde lieber in die andere Richtung laufen, damit ich da rauskomme. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das SWAT-Team komplett erledigen kann. Ich weiß nicht, ob Jana die von mir versteckt hat. Ich weiß nicht, wo sie die versteckt hat. Wo kann man die Kartons suchen? Oder ins Schlafzimmer gehen? Oder liegt da nicht gerade? Ich weiß, was die gerade macht. Im Schlafzimmer? Boah, neben der Mayonnaise. Mayonnaise im Schlafzimmer? Was macht ihr denn für? Der eine oder andere weiß jetzt, was ich meine. Es gab mal eine Frauentausch-Sendung. Da haben die ihr Sexspielzeug gezeigt und über der Schublade war dann halt eine Tube Mayonnaise. Ach, ja. Ich hatte meine Arbeitskollegin, die hat auf Facebook Bilder von sich eingestellt, wie sie im Nachthemd auf dem Bett lag. Also das war jetzt kein anzügliches Bild, aber gut, Bilder von mir im Nachthemd auf Facebook würde ich auch nicht gerade posten. Und im Hintergrund auf dem Nachttisch stand tatsächlich ein richtig klassischer schwarzer Pilze. Und das hat dann damals auch unser damaliger Chef auch dann entdeckt. Nicht dein Ernst? Ja, aber die arbeitet heute noch in der Firma, also nichts passiert, außer dass sie, glaube ich, gerückt wurde. Komm, sag ich Dildo, schon bist du abgelenkt. Ja, ne? Bin ich gedanklich wieder ganz woanders. Guck mal, kaum hast du Dildo gesagt, schon schalten alle ab. So. Ja, Hälfte der Zuschauer jetzt noch. Weil du einfach so schlecht spielst. Ist aber auch schon ein bisschen schwieriger, das Spiel. Money Lord ist ja unkaputtbar, wa? Dann macht das gar nichts aus. Ah, du hast schon mal 6 Abschüsse geschafft. Echt? Ja. Nee. Jetzt musst du noch alle Schildkröten sammeln. 5 fehlen dir noch. Und du darfst nur noch 13 Mal. Oder eigentlich nur 12 Mal getroffen werden. Und ich würde sagen, wenn das SWAT-Team gleich kommt, abhauen und nicht gegen die fighten. Okay. Und jetzt auf jeden Fall die Schildkröten würde ich erstmal jetzt suchen. Du hast ja kein wirkliches Zeitfenster. Nochmal. Au! Okay. Und ist noch eine Schildkröte, dann hast du 5 von 7. Vor allem, was soll denn die Schildkröten? Bleib über in Deckung, bleib in Deckung. Noch, ja, jetzt ist es besser. Aber wahrscheinlich kann man nachher mit anderen Charakteren noch bestimmt wieder hochspringen, oder? Gut möglich. So, die fehlen noch 2 Schildkröten. Pass auf, da steht einer, ne? Over here, boy, you're fuck!
Alles Russen, ne? Ist wieder das Klischee? Was ist das denn? Und wir sind natürlich Amerikaner. Turret. Was ist denn da? Keine Ahnung. Gieß mal die kleinen Dings gleich ab. Nee, also. Hab ich gerade aus Versehen hingestellt mit. Achso, das ist wahrscheinlich dieses. Ach ja. Hier bin ich jetzt in die Schildkröten. Oh, oben bleibt viel Gegner. Holla, Alter. Darfst nur noch 5-mal getroffen werden, ne? Wir fehlen immer noch zwei Dings, ne? Ja, Schildkröten, ja. Das sind die Frage, wo die sind. Oh, aber Jenny hat geschrieben. Oh, mal die Jana jetzt damit, ja, ne? Das ist fetzig, ja. Jenny, Jenny. Emergency. Ah, guck mal, da ist sogar noch ein Ding mit dem Soundfall. Bogdan Shipping. Corporation. Going. So, wir sehen den Helden wieder, aber abhauen, oder? Ja, guck mal, er ist nicht. Siehst du das? Hat er gerade nicht. Das ist der Limonal zwischendurch. Was ist das? Ja, das ist keine Dings, ne? Bitte. Hypebomb. Suppressing fire! Runter. Engage hostile. Wir haben keine Schildkröte. Viele. You have broken several laws. Oh, ja. Ach so, jetzt, guck mal. Das ist so ein automatisches Maschinengewehr. Power Shot. Ja. Ich habe auch keine Schildkröte unterwegs mehr gesehen, aber uns fehlen definitiv noch zwei Stück. Stop. Ich kann doch nicht mehr hochgehen, also du kannst jetzt Level nicht nur beenden. Oh fuck. Ja. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Ja, versucht schon mal. Die kann halt, während sie läuft, kann sie nachladen. Das ist ganz praktisch. Auch während des Laufens kann sie nachladen. Das, was mich gerade an diesem einen Charakter sehr gestört hat. Dass er nicht nachladen kann. Ja, während er läuft. Der mit der Schrot. Gehen wir mal hier rüber. Oh, hoppala. Ich fahre immer. Taktisch natürlich nicht so klug gewesen, weil. Ich krieg den schon mal die Schildkröte da nicht, oder? Schafft sie das da runter zu springen? Aber jetzt schaff ich's nicht. Er trägt da seine Kabelsonne, hätte ich fast gesagt. Nee, hier nicht. Wir gehen lieber darüber. Gut. Oh, geil. Laser, Alter, was geht? Laser. Hier sind die Abkies. Und da ist die nächste Schildkröte. Oh, da steht noch einer! Wo kommt der Typ denn her? Gerade noch gerettet. Eines kann. So, jetzt ist die Frage, aber da rüber macht auch keinen Sinn, aber. Ah! Oh, na gut. Ach, hier komme ich jetzt da. Oh, komm! Nein! Ah, das ist schon mal scheiße. Den Stock bekomme ich nicht mehr hoch. Nee. Fuck. Ja. Da drüben ist wahrscheinlich auch eine Schildkröte, als du da oben ankommst. Oh, da komme ich hier nachher noch. Die kann ich auch nicht kaputt machen, die Dinger, ne? Scheiß Tür. Die Tür nicht, das, die kannst du mit dem Schrotmacker aufmachen. Echt jetzt? Ja. Wie spielen wir nicht den? Kannst du ja machen. Da will ich gleich sterben. Die verliert auch viel, viel schneller Leben auf jeden Fall. Ja? I kill ya! Kill ya! Ach, da ist ein Roller.
Ja, ich habe ja noch irgendwas. Ach, ich hab irgendwas. Hier ist der Ausgang. Oh, ich dachte, das ist ein General, der wieder. So. Zieh dich hier doch ein bisschen, ne? Ja. Ich hoffe, ich kann das nicht sehen. Santa Clarita Diet. Serie, ne? Serie, Netflix. Ja. Kennst du die? Ich hab sie mal in der Vorschau gesehen, aber ich hab sie noch nicht angeguckt, weil ich komme mit Serien nicht hinterher. Möchte auch aktuell nichts Neues anfangen, eigentlich. Ein bisschen Overload jetzt, halt, ne? Also Serie, Serie, ja, Serie. Schon seit Jahren, ja. Irgendwie schon. Guckst du was jetzt? Ich guck aktuell mit Janine, also als. Mit es nebenher. Serienteil How I Met Your Mother. Und Black Mirror gucken wir gerade. Black Mirror? Black Mirror auch auf Netflix zu sehen. So eine dystopische britische Serie über uns und über unser Verhalten mit den Online-Medien und Social Media und so. Okay. Die kann man gar nicht. Kann man sein, dass man die nicht umrutschen kann, die Jungs? Das kann sein, die dicken mit der Weste, ne? Ja, genau. Es kann sein, dass sie schlagen. So, hier fliehen wir nachher. Das heißt, wir machen mal das Maschinengewehr an diese Position. Und hoffen, dass danach ein paar Spot-Leute reinlaufen. Also, die Jungs hier. Ach, er biegt sich einfach, die Sau. Jenny, ich würde jetzt mal sagen, erklär mal kurz, worum es da geht in der Serie Santa Clarita Diet. Ich soll das erklären? Nee, nee, Jenny, aber. Glaube ich ein bisschen schwierig, ne? Nee, das kann ich erklären. So relativ einfach zusammengezogen. Du kannst es erklären? Dann haben wir. Wie du mein Ehepaar, wo sich, was ich jetzt so erfahren habe, herausstellt, dass die Frau kannibalische Neigung hat und der Mann aus Liebe trotzdem zu ihr hält. Und das Ganze ist halt so ein bisschen komödiantisch verpackt. Also, ja, sie, es geht halt eigentlich darum, dass es, glaube ich, beides Kannibalen sind und die in so einem kleinen, netten Vorort in Amerika irgendwo quasi versuchen, ihr ganz normales Leben zu führen. Okay. So, hier ist nichts mehr. Schildkröten habe ich jetzt auch. Meine Fuck, ey, das ist bestimmt diesen motherfucking Stockwerk, was ich eben vernachlässigt habe. Ja, und auf jeden Fall darum geht's eigentlich. Hauptrollen Drew Barrymore und Timothy Olyphant, den ich sehr geil finde. Drew Barrymore? Ja, Drew Barrymore. Okay. Ja, und die ersten Kritiken waren so durchschnittlich, überdurchschnittlich. Ja, jetzt haben wir den Russen schnell zu Brei. Doing bad stuff since 1981. Das ist schon sehr Hotline Miami-lastig, ne? Ja. Sehr explizite Gewalt. Hab ich das richtig zusammengefasst? Jenny, es ist so bekloppt. Daddy SWAT Team. Muss ich denn diesen Karton da? Brauche ich da auch nicht, oder? Was ist da? Egal, es hat dir auch nicht geholfen. Alpha Team, engage. Alpha Team, kommt her, Jungs, kommt her, kommt her. Was ein Massaker. Bringt mir aber auch nichts wahrscheinlich. Normale Familie, bis sie plötzlich ein Zombie ist und. Oh, einen wunderschönen Herr Sören. Sören! Wie sieht das Familienleben natürlich aus? Der Mann mit dem Pferdeschwanz, Pferdeschwanz und der total bekloppte Frisur. Suspect is called. Wir haben auch so einen leicht britischen Akzent. Ja, ja, genau. Ich muss ihn gleich mal nicht. Nein, natürlich nicht. Ah! Ich wollte schon sagen, kannst du flüchten. Sören Boy! Wie ist dir gehen? Right. Right. Gut. Das war ganz schön spannend. Alter, wie sieht. Ja, die sieht schon ziemlich fertig aus, ne? Hast du mal bitte ein Stück Wasser für mich? Nein. Danke. Pferdeschwanz hat aber nichts mit der Frisur zu tun. Was? Pferdeschwanz hat aber nichts mit der Frisur zu tun. Nee, sag ja. Polizeibeamte erschossen. Ja, jetzt sind wir wahrscheinlich auf der Watchlist ganz oben bei der Polizei. Das ist der Typ, der da sitzt im Lokal ganz rechts. Der hat noch irgendwas nach dem Spiel zu tun. Mit Sicherheit. Das ist Not a Hero. Derzeit bei PS Plus kostenfrei. Oh, schon wieder ist einer voll gefressen. Ich kriege hier Hunger durch euch, Jungs. Was hast du Leute gegessen, Sören? Sören ist ein Lappen, ne? Die ist ein Zombie? Wird die jetzt wirklich ein Zombie nachher? Nee, oder? Jetzt bei Santa Clara Diet. Diet? Diet? Hm? So wird das, glaube ich, so heißt das Spiel, ne? Diet, ja. Was haben wir denn hier, Alter, vergessen? Lass dich nicht schlagen. Weniger als 10 Treffer, beende das Spiel unter 40 Sekunden. 2 nur.